Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den schweren Krawallen von Rostock wird jetzt in allen Parteien darüber nachgedacht, wie der Ausländerfeindlichkeit wirksamer begegnet werden kann. Dabei geht es auch um eine Änderung des Asylartikels im Grundgesetz. Bundesinnenminister Seiters erörterte vor Ort Hintergründe der Krawalle. Nur mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften war es der Polizei in Rostock am frühen Morgen gelungen, die nächtlichen gewalttätigen Ausschreitungen zu beenden. Mehrere hundert Rechtsextreme aus ganz Norddeutschland hatten sich wieder stundenlange Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Die Aufregung und Angst der letzten beiden Nächte steht ihnen noch im Gesicht geschrieben. Nach den Krisensitzungen heute Morgen steht fest, unter Begleitschutz soll bis zur Stunde das zentrale Sammellager in Rostock-Lichtenhagen komplett geräumt sein. So die Aussagen des dortigen Wachpersonals. Die rund 200 Asylbewerber werden auf andere Lager in den Kreisen Neustrelitz, Schwerin, Stralsund, Greifswald und Bad Doberan aufgeteilt werden. Aufräumarbeiten heute Morgen. Die Spuren der Straßenschlachten der vergangenen beiden Nächte werden beseitigt. Rund 10 Kubikmeter Pflaster und Schottersteine sind es, die als Wurfgeschosse dienten. Eine ursprünglich friedliche Demonstration der Einwohner gegen die seit langer Zeit unzumutbaren Zustände im Stadtteil Lichtenhagen eskalierte. Sonntagnacht versuchten erneut mehrere hundert Extremisten, das Heim zu stürmen. Die Polizei, die Verstärkung aus Hamburg, Schleswig-Holstein, dem Bundesgrenzschutz erhielt, hatte die Randale unter Kontrolle. Bei diesem Einsatz wurden 35 Polizisten verletzt, einer davon schwer. Ja, meine Damen und Herren, dies ist ja sicherlich nach übereinstimmender Einschätzung ein Vorgang, der das deutsche Ansehen in der Welt schädigt und der auch geeignet ist, das Bild vom ausländerfreundlichen Deutschland zu trüben und zu beschädigen, das wir ja auf jeden Fall erhalten wollen. Die Petersberger Beschlüsse der SPD-Spitze vom Wochenende zum Asylrecht und zum UN-Einsatz der Bundeswehr haben innerhalb der Partei eine heftige Kontroverse ausgelöst. Dabei wurde von führenden Sozialdemokraten des linken Flügels und von den Jungsozialisten die Forderung nach einem Sonderparteitag erhoben, weil mit den jetzigen Vorschlägen frühere SPD-Beschlüsse unterlaufen würden. Björn Engholm, der SPD-Parteivorsitzende, vor der Presse in Bonn in Erklärungsnöten. Bis vor kurzem noch selbst Verfechter der These, die Änderung des Artikels 16 des Grundrechts auf Asyl würde keine Probleme lösen. Heute musste er auch gegen Kritik aus den eigenen Reihen die neue Linie vertreten. Man muss einfach auch die Zunahme dieser Fälle sehen. Aber ich glaube, dass wir hier in diesen beiden von uns am Wochenende vorgeschlagenen, streng abgegrenzten Bereichen zu einer Erweiterung kommen müssen, weil uns sonst die Asylverfahren insgesamt kaputt gehen. Neben der Änderung des Grundrechts auf Asyl will die SPD ein Einwanderungsgesetz, Quoten für Flüchtlinge und Aussiedler. Inzwischen haben auch prominente Sozialdemokraten der geplanten Änderung des Artikel 16 den Kampf angesagt. Sie fordern einen Sonderparteitag. Ob es dazu kommen wird, ist noch unklar. Auf jeden Fall sollte die Union nicht damit rechnen, dass unverzüglich über die Änderung des Grundrechts auf Asyl verhandelt werden kann. Ich halte das für wirklich aus staatspolitischem Interesse für einen gefährlichen Weg. Das dauert dann wieder Monate um Monate. Und Sie wissen, dass wir in Gefahr sind, in diesem Jahr in Deutschland die Zahl von 500.000 Asylanten zu erreichen. Es muss jetzt so schnell wie möglich gehandelt werden. Der SPD-Vorschlag sieht ähnlich wie der der Union vor, dass Bewerber aus sogenannten Nichtverfolgerstaaten erst gar nicht ins Verfahren kommen. Das UN-Flüchtlingskommissariat soll solche Länderlisten erstellen. Doch ein Schönheitsfehler hat der Plan, die UNO darf das gar nicht, muss neutral bleiben. Ich sage, dass wir im Augenblick grundsätzlich als UNHCR das nicht machen können, aufgrund unseres Statutes. Wahrscheinlich wird nicht so schnell laufen, wie es die Schlagzeilen von heute versprechen. Und das gilt auch für einen anderen Problemkreis, für die Bundeswehr-Kampfeinsätze. Erst wenn die UNO sich zu einer Art Weltsicherheitspolizei gemausert hat, erst dann will die SPD grünes Licht für mehr als nur Blauhelmeinsätze geben. Und das kann ein Jahrzehnt dauern. Das FDP-Präsidium hat heute einstimmig einen Entwurf zur Änderung des Grundgesetzes gebilligt, der den Einsatz deutscher Soldaten im Rahmen der Vereinten Nationen ermöglichen soll. Er sieht lediglich eine einfache Bundestagsmehrheit für den Bundeswehreinsatz bei friedenserhaltenden Blauhelm-Missionen vor.
Bei Kampfeinsätzen soll ein Bundesgesetz die Einzelheiten regeln. Grundlage dafür müsste jeweils ein Beschluss des Weltsicherheitsrates sein. Blauhelmeinsätze sollen auch aufgrund regionaler Abmachungen möglich sein, etwa im Rahmen der KSZE.